Das Rezo-Video habe ich gesehen. Jetzt muss ich nur noch in die Scheiße hier rein. Also, das ist natürlich jetzt mal gucken. Mal gucken, wen wir da haben. Ach Gott. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist ein sehr interessantes Video. Ist wieder von Studio. Die sagen, denken alle Politiker gleich. Mal gucken. Leute, die verkaufen sich für ein Frühstück. Wie bitte? Ich fordere Sie jetzt mal hier auf, das ganz öffentlich zu sagen. Sie haben gerade die FDP beschuldigt. Also Sie können ja sagen, Cannabis legalisieren, dafür bleibt die Autobahn uneingeschränkt. Ihr könnt gerne alle kiffen, aber ihr könnt nicht uneingeschränkt fahren. Können wir uns darauf einigen, dass ihr bekifft 130 fahrt? Ist das ein Deal? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Willkommen bei The Studio 5 Fields. Am 26.09. findet die Bundestagswahl statt. Und noch ein Wort von unserer Seite. Ich habe gestern 25.09. gesagt, weil ich schon so mit RP durcheinander gebracht wurde, dass ich schon nicht mehr weiß, wann RP anfängt und die Wahl aufhört. Bitte geh wählen. Wir haben 6 Politiker aus den Bundestagsparteien eingeladen, um herauszufinden, ob alle gleich denken. Mein Name ist Daniela Kluckert, ich bin FDP-Abgeordnete. Ach, scheiße. Moin, mein Name ist Luise Amtsberg, ich bin von Bündnis 90 Die Grünen und seit 8 Jahren im Deutschen. Die Grünen? Bundestag. Ich bin Falko Mohr, 37 Jahre alt, bin für die SPD seit 4 Jahren jetzt im Deutschen Bundestag. Hi, mein Name ist Kevin Kratsch, ich komme von der CDU. Hallo, grüß dich, ich bin der Stefan Brutschka von der AfD. Unangenehm, ist mir gleich unsympathisch. Liegt einem vielleicht auch an dem AfD-Anzug, den er da anhat? Oh. Digga. In dieser Version wurden einige Aussagen aufgrund ihrer Länge gekürzt. Die ungekürzte Version findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich... Wollen wir die ungekürzte Version sehen oder wollen wir die... Nee, wir gucken die gekürzte an. Wenn irgendein Journalist entschieden hat, dass das, was der AfD-Mann sagt, viel zu lang und beschissen ist, dann soll das ruhig gekürzt sein. Zu folgenden Statements zu positionieren. Die Statements stammen größtenteils aus der Community, also vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir beginnen direkt mit der ersten Aussage. Ach fuck it, jetzt gehe ich in die lange rein. Es gibt Leute... Wir beginnen direkt mit der ersten Aussage. Die da oben machen, was sie wollen. Genau! Die da oben machen, was sie wollen! Oh! So ganz überraschende Aufstellung, glaube ich, wenn man das sieht. Mache ja so ein bisschen seit Kinder- und Jugendtagen irgendwie mal Politik, eher so für die Jugendverbände. Und habe ja gesehen, es kommt darauf an, dass du halt einfach Lust hast, Dinge zu verändern, dich einzubringen. Und so habe ich auch Politik immer erlebt. Nee, ich stimme da gar nicht zu. Es ist auch nicht so, dass es die da oben gibt und die da unten. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Gesellschaft, die zusammenarbeitet. Und wir haben unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Aufgaben. Und der Wähler delegiert die Aufgaben zu uns Politiker. Und wir versuchen sie mit bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Finde ich gut. Also die parlamentarische Demokratie ist ein Repräsentativsystem. Das heißt, wir sind sozusagen delegiert in den Deutschen Bundestag, um die Interessen von vor Ort mitzunehmen und dazu zu entscheiden. Aber ich habe mich trotzdem so positioniert. Ich finde trotzdem, es gibt natürlich Kritikpunkte. Ja, es gibt auch Leute, die sich falsch verhalten. Und Fehlverhalten unter Abgeordneten dürfen wir nicht tolerieren. Deshalb ist irgendwie klar, die da oben gibt es nicht. Aber es gibt Einzelfälle und da müssen die... Na ja, gut. Da soll mal der Mann von der CDU was zu sagen, würde. Wir, glaube ich, auch als Parlament kollektiv was gegen tun, ja, und das auch offen ansprechen, damit dieser Eindruck eben nicht entsteht, der ja von, und da wird ja auch wahrscheinlich gleich was zu hören sein, manchen kultiviert wird, dass das so sei. Also zum Fehlverhalten ist zu sagen, es wird ja... Hallo, der Mann von der CDU, warum stehen Sie denn da links? Also sofort auch, sobald Fehlverhalten auch irgendwie offenkundig wird, reagiert. Also ich weiß ja, worauf du ansprichst. Gerade in dem letzten Jahr, was auch die Massen angeht, da hat auch gerade die Fraktion der CDU sehr massiv reagiert und die Leute wirklich... Ja, genau. Dich sofort auch rausgekegelt. Das fand ich auch richtig und gut. Denn es ist natürlich so, dass immer einzelne Abgeordnete auch für die gesamte Masse stehen. Und wir merken das ja selber als politisch aktive Leute, dass wir immer in ein Kollektiv gesehen werden, auch wenn wir mit den Fällen einzeln individuell nichts zu tun haben. Die da oben... Ja, genau. Finde ich auch schwierig, weil es sie insofern nicht gibt. Denn auch eine Kanzlerin, auch ein Ministerpräsident, auch ein Minister
muss ich immer wieder auch mit rechtfertigen und kann nicht so wirklich alleine entscheiden. Wir haben ja gerade in der Corona-Pandemie gesehen, dass das auch manchmal auch vielleicht manche Prozesse ein bisschen behindern kann, dass man sich abstimmen muss. Aber das ist insofern ein guter Weg und die machen, was sie wollen, gerade auch was die Corona-Politik zeigt. Ich glaube, die machen, was sie wollen. Niemand wollte gewisse Maßnahmen einfach mal so durchziehen, sondern man muss ganz oft Dinge machen, die man eigentlich nicht gerne machen will, aber dann für die Allgemeinheit und für die Zukunft des Landes, glaube ich, dann notwendig sind. Außer die Linken! Die werfen Molotow-Cocktails auf SUVs, scheiß Linkrutsch, der nimmt uns die Freiheit, nicht die Linken! Naja, ich stimme denen schon zu, wenn jetzt auch der Ausdruck, die da oben vielleicht etwas falsch ist. Aber die Politik ist schon etwas abgehoben und aus diesem Grund bin ich auch in die Politik gegangen. Man, alle anderen Fraktionen wehren sich ja immer heute noch gegen Volksabstimmungen, was uns ganz wichtig ist, dass der Bürger mitbestimmen kann und nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene. Und das. Boah, ich muss immer gegen alles sein, was der dumme Neonazi sagt. Ne? Ich muss also wirklich, also konsequent. Sollte man Politik wieder transparenter machen und dazu gehört eben auch Volksabstimmung, Volksbefragungen, alles drum und dran. Und dann kommt auch das wieder auf eine Ebene, so wie es sein soll. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich stimme da ihm zu, was da angefragt wurde aus der Community. Aber sorry, wenn ich kurz mal einhake, ich meine, da fängt doch schon ein bisschen das Problem an, wenn Sie sagen, die Politik. Also ich finde, wenn jemand so pauschal irgendwie einen Satz beginnt, dann müsste man, also muss man immer schon realisieren, irgendwas stimmt nicht. Und ich finde, ist doch völlig klar, und das haben ja auch die beiden Kolleginnen eben auch mitgesagt, der Kollege, wir müssen uns immer alle hinterfragen, die Politik machen. So wie jeder in der Gesellschaft sich permanent hinterfragen muss, erkläre ich das gut, bin ich... Also ich habe da übrigens mit Marco Bülow drüber gesprochen, Volksentscheide, und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass die Menschheit und die Bevölkerung nicht schlau genug ist, um sich in speziellen Fachbereichen Entscheidungen anzumaßen, damit die durchgewunken werden. Was aber sehr, sehr interessant ist durchaus, sind Anreize, die geschaffen werden über Abstimmung, dem Parlament vorgelegt wird und dann wird darüber entschieden, ob das sinnlich ist oder eben nicht. Das bedeutet, der Volksentscheid hat per se ist kein Volksentscheid. Die entscheiden nicht, dass das gemacht wird, sondern die entscheiden, ob man darauf ein Auge haben sollte oder das Thema in die Parlamente tragen sollte und das in einem sehr restriktiven Bereich, weil holy shit, die Leute sind heutzutage nicht in der Lage, 30 Minuten aufzuwenden, Wahlprogramm zu lesen, wie zur Hölle sollen die anfangen, sich über Dinge Gedanken zu machen, die weit über deren Verständnis hinausgehen. Dann werden sie von irgendwelchen WhatsApp-Gruppen instrumentalisiert und von irgendwelchen Facebook-Sachen oder von irgendwelchen Telegram-Nutzern. Es ist einfach vollkommen lost, da die Verantwortung aus der Hand zu geben. Und was mit der Verantwortung gemeint ist, ist ja beispielsweise das, was man in Großbritannien sieht mit dem Brexit, ja. Und das ist keine Ahnung. Ja. Also grundsätzlich, nope. Transparent, mache ich das richtig? Ich meine, das ist Teil unseres Jobs und jedes Jobs, glaube ich. Aber halt irgendwie immer in die und wir schon aufzuteilen, so wie Sie das machen und irgendwie eine Frage, nämlich ob wir eigentlich das machen, losgelöst von der Realität, gleich mal irgendwie wieder in Ihre Richtung umzudeuten. Ich finde, das zeigt ja schon ehrlicherweise, wo das Problem vielleicht auch bei Ihnen zumindest liegt. Naja, aber man muss ja auch klipp und klar sagen, wäre die Verdrossenheit zur Ihrer Politik, Sie reden ja immer von Ihrer Demokratie, ich meine, es gibt nicht Ihre Demokratie, sondern es gibt eine allgemeine Demokratie. Ja, genau, die Schweiz. Ach, in der Schweiz, da gibt es Volksabstimmungen. In der Schweiz, da haben sie alle keine Steuern. Die Schweiz. Mein Gott, ich kann dir sagen, wirklich, wenn du hier rausgehst, dann siehst du Leute nur noch ficken. Das ist irre. Hier wird nur gefickt. Nur gefickt. Ne? Hier wird gefickt, getrunken. Wir haben den ganzen Tag Volksfeste. Die Volksabstimmung übel geil. Jeder absolut krass. Da sind ja auch die Bevölkerungszahlen nahezu identisch mit Deutschland. Irre. Die ganze Struktur, der Aufbau. Du kannst du mal raten, weil ich möchte eine kleinere Fragerunde machen. Ja? Ich sag euch nicht, in welchem Karton ich wohne, ne? Aber könnt ihr fragen, wie viel Nazi-Gold in meinem Kanton wohl noch versteckt ist? Wie viel Nazi-Gold man hier noch versteckt hat? Was man eingebunkert hat und sich dann ran bereichert hat aufgrund der. Mein Gott, in der Schweiz, da läuft's großartig! Die Schweiz großartig! Würde keine AfD nicht geben, wenn die Politikverdrossenheit nicht so groß gewesen wäre. Denn die AfD ist ja nur entstanden, weil die Politikverdrossenheit gegenüber den...
etablierten Parteien oder schon länger hier regierenden Parteien entstanden ist. Und deswegen muss ich sagen, ja, ich bin damals auch in die Politik gegangen, weil ich gesagt habe, ich will das verändern und ich will den Bürger mitreden lassen. Die Politikverdrossenheit ist, das ist übrigens korrekt, was er sagt, die Politikverdrossenheit ist so hoch, dass die Leute dazu bereit sind, aufgrund der Unzufriedenheit mit den bestehenden Parteisystemen und der Ungehörbarkeit, rechtsextreme Positionen zu vertreten, weil sie sich dann verstanden fühlen. Ja, das ist wahr. Die Leute sind so unzufrieden, dass sie sagen, also ich bin jetzt wütend und deswegen lass doch wenigstens mit den Neonazis sprechen. Ja, genau. Weil das zumindest bei mir im Wahlkreis, ich habe einen SPD-Abgeordneten und einen CSU-Abgeordneten, nicht mehr der Fall war. Den SPD-Abgeordneten sieht man das ganze Jahr nicht, nie. Und den CSU-Abgeordneten sieht man nur, wenn ich da mal einhaken darf. Ich glaube, das interessiert hier auch gar nicht die Jugendlichen, was so vor Ort der SPD, der CDU-Abgeordnete, die AfD-Politiker. Es geht auch hier nicht um die AfD, sondern es geht um unser gesamtes demokratisches System. Wir sind eine repräsentative Demokratie. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut damit gefahren, über einzelne Punkte, wo man sagt, man nimmt noch mal Volksentscheide hier oder da noch mal stärker mit in die Demokratie mit ein. Ich glaube, darüber kann man debattieren. Aber das ist keine Frage von die da oben oder die da unten. Naja, ich glaube, die Frage zählt auch. Jetzt frage ich mich so langsam, ob wir nicht hätten die gekürzte Version gucken sollen. Die Frage zielt ja auch in eine, glaube ich, in eine Richtung, nicht wer, was Sie vor Ort erleben oder auch nicht erleben. Es geht ja darum, ist die Politik abgehoben? Und ich würde das mit verneinen, denn wir alle wissen. Ja, die Politik, also was heißt abgehoben? Also es ist schon. Auf Bundesebene kann man das auf jeden Fall mit Ja bezeichnen. Auf Länderebene hängt es immer davon ab, wo du unterwegs bist und auch in den Kommunen. Das ist immer ein bisschen was anderes. Auf geht's in die entscheidende Woche. Da spielt ja auch ein bisschen eine Rolle, woher man kommt und wie das aufgebaut ist. Also mein Eindruck ist auch, dass das abgehoben ist. Das ist aber, ich meine, ich bin auch abgehoben. Aber ich bin ja auch im Olymp des Streaming-Businesses. Businesses, multiple Businesses, wie Karl S. schon sagte. Also in dem Segment bin ich sicher auch abgehoben. Politiker, ne? Wenn da jemand zu Olaf Scholz kommt und sagt, sag mal, kannst du mir mal was zu Cum-Ex sagen? Dann wird er auch aus dem Bild gedrückt. Wie schwer es ist, auch als Politiker und wie viel die einzelnen Politiker tatsächlich auch wirklich arbeiten und leisten, wo ich vielleicht zustimmen würde, ist, dass wir tatsächlich vielleicht ein Kommunikationsproblem haben, dass wir diese komplexen Sachverhalte viel einfacher und schneller auf die Straße bringen müssen. Das haben wir vielleicht in vielen Sachen versäumt, da würde ich uns mal alle so in einen Pott schmeißen. Und wir haben auch verlernt, vielleicht auch diese komplizierten Sachverhalte in kurzen Sätzen zu erklären. Aber dieser Satz, die da oben machen, was sie wollen, das, glaube ich, stimmt zu der Zeit überhaupt gar nicht mehr. Denn wir erleben ja auch Bewegungen und das ist keine Politikverdrossenheit. Ich erlebe viele Leute, die sind Politik interessiert wie noch nie. Gerade die jungen Leute, also gerade Fridays for Future, das mega gezeigt. Und im Übrigen hat auch Fridays for Future gezeigt, ein Thema auf die Agenda zu setzen, ganz massiv mit friedlichen Protesten und auch mit gar nicht so viel Polemik und Populismus, so wie Sie das ganz oft machen, sondern einfach mit einer Forderung und mit einem Aufzeigen von Problemen, dass es wirklich bis in die letzten Ecken auch der CDU dann wirklich akut wurde und sagt, das ist kein Thema mehr, das ist ein Problem. Und das ist für mich nicht Politikverdrossenheit, das ist absolute Aktivität. Und ich war gestern an der Schule und ich habe noch nie so eine Diskussion, eine ernstzunehmende Diskussion erlebt an der Schule. Da hat mich eigentlich eher die AfD-Kollegin von Ihnen dann sehr, sehr schockiert, die dann sagte, wenn man durch Berlin läuft, ist es wie eine Safari-Urlaub, wo ich... Beschissene Neonazis, Alter. Die dann massiv gegangen sind und gezeigt haben, Populismus, und es geht ihnen nicht darum, Politikverdrossenheit kundzutun, es geht ihnen um absolute radikale Ansätze, die, glaube ich, mit der Frage wenig zu tun haben und auch mit anderen nicht. Also der Punkt ist doch, die da oben machen, was sie wollen. Ist ja eine Aussage, die ist ja schon mal per se populistisch und sehr vereinfachend. Und ich will gar nicht darüber reden, wie viel jeder Einzelne arbeitet oder so, sondern mir geht es da um systemisch, ja? Also was die... Die Linke fehlt in der Diskussion und dann habe ich das übersehen. Wieso? Die Linken sind doch da. Aus Perspektive der CDU ist die FDP, die SPD, die Grünen sind da. Sind die Linke ist doch da. Dieser Satz ja. Verstehe ich jetzt nicht die Frage. Sagt, ist, dass wir nicht ausreichend Schutzmomente haben in einer Demokratie, den Einzelnen vor zum Beispiel staatlichen Übergriffen zu schützen oder dass Entscheidungsprozesse nicht nachvollziehbarer sind und so. Klar, Demokratie kann immer besser werden. Molotow Olaf fehlt, aber der hat einen Stellvertreter geschickt. Ja.
Kieselstein Kevin. Aber diese Aussage passt nicht zu unserem System. Und das ist mir schon wichtig, an der Stelle einmal zu sagen, ja, wir können besser werden, was Entscheidungsprozesse angeht. Aber die Demokratie schützt jede und jeden Einzelnen und im Übrigen jede und jeden Einzelnen. Ja, sie grenzt nicht ganze Bevölkerungsteile aus wegen Herkunft oder anderen Sachen, sondern das ist Auftrag von Politik und deshalb können die da oben eben nicht machen, was sie wollen, weil wir ein Grundgesetz haben, das Menschen schützt. Und deshalb kann diese Aussage gar nicht stimmen. Was vielleicht stimmen kann, ist, dass Einzelne diesem Mandat nicht gerecht werden und eben nur Politik für Einzelne oder gegen andere machen. Und das darf halt nicht sein. Jugendliche sollten ab 16 Jahren an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Ach ja. Das ist ja wieder toll. Jo moi. Nee, ich bin dagegen. Ja, die da oben, aber ich bin dagegen. Die AfD sagt nur Ja auf Fragen, die gegen etwas sind. Bitte? Ah, jetzt bin ich gespannt erstmal. Ja, nee, das geht nicht. Die 16-Jährigen da haben ja statistisch gesehen ein großes Problem. Und das ist ganz klar, da sehe ich wie die CDU. So, Stichwort Repräsentation. Natürlich, also man muss die Jugend mit einbinden, aber man ist mit 18 erst volljährig. Und ich selbst habe zwei Töchter mit 15 und 17 Jahren. Und beide sagen selbst, sie könnten heute nicht entscheiden, was für ihre Zukunft wichtig ist, da sie auch zu wenig mit eingebunden werden. Ja, einbinden in Politik, weißt du was viel? Weißt du, was einbinden in Politik bedeutet? Und das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, was diese Leute erwarten, aber die Leute erwarten anscheinend, dass jemand an ihre Tür klopft. Hallo, mach schon mal auf. Und dann machst du auf und dann steht da jemand, hallo, ich bin der politische Einbinder. Und der hat dann einen Stift und einen Zettel. Und der kommt vorbei. Wir haben ja heute einen Termin gemacht, damit ich sie politisch einbinden kann. Und ich will ihnen heute mal die Wahlprogramme vorlesen und ihnen erklären, was dazu ist, damit sie das nicht machen müssen. Weil sie fühlen sich ja nicht eingebunden. Ich musste ihnen das vorlesen, weil sie haben natürlich keinerlei Chance, mit ihrem niedrigen Bildungsstand selber zu lesen. Lesen ist für sie ja auch etwas sehr, sehr Unangenehmes. Deswegen könnten sie das lesen, aber ich bin hier, damit ich das für sie machen kann, ja. Lassen Sie mich auch einfach rein, haben Sie ein Käffchen für mich und ich lese das Ihnen vor. Und dann erklärt er das und dann sind die politisch eingebunden. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass die das einfach selber machen können. Aber nein, keine Lust, kein Bock, kein Interesse. Also es ist natürlich auch ein bisschen heuchlerisch zu sagen, warum sollten Jugendliche darüber entscheiden können, wie die politische Zukunft aussieht, wenn sie anfangen müssen, mit 16 darüber nachzudenken oder mit 15 darüber nachzudenken, welche berufliche Laufbahn sie auswählen, um das den Rest des aus Lebens Land zu machen. Kommen Sean Steinfeger? Ich meine, komm, das aus ist Russland. Doch kein Druck. Kein Druck. Das ist natürlich ein Prozess, da kann man die mal auch ein bisschen entlasten, ja. Da kann man die auch ein bisschen entlasten. Ist ja nicht so, dass du dann irgendwann nach 3 Praktiken oder 2 Praktiken in deiner Schulzeit, wenn du Glück hast, einigermaßen ein Bild davon bekommen hast, was du in deinem ganzen Leben nochmal machen willst, weil diese eine Ausbildung als Grundlage gilt, wie deine berufliche Perspektive im späteren Verlauf aussieht. Außer du willst noch eine Menge Zeit aufwenden. Also kein Druck. Kein Druck. Ne? Kein Stress. Kein Stress. Warum sollten 16-Jährige das auch entscheiden? Ne? Weil wenn die keine Lust haben, ihre Hausaufgaben zu machen und keine Lust haben, die Wahlprogramme zu lesen und nicht in der Lage sind, logisch zu denken, vielleicht auch Angst vom Vater haben, wenn rauskommt, dass die Linken oder die Grünen wählen und er reinkommt mit der Vorhand, ja, dann ist das halt ein bisschen unangenehm. Ne? Scheiß Linke. In die ganze Geschichte aus der Schule heraus oder aus den anderen Themen, da sind wir wieder bei der vorherigen Frage, da Politik zu wenig transparent ist, zu wenig mitgespielt wird, kann ich mir auch nicht vorstellen, Lage ist, zu entscheiden, wen er wählt, weil dann wird aus Emotionen herausgewählt und nicht aus dem Verstand heraus. Genau. Du bist AfD-Parteimitglied, weil du aus dem Verstand heraus entscheidest. Absolut. Ist wahrscheinlich der gleiche Verstand, der den Anzug ausgesucht hat. Naja, egal. Und da muss ich sagen, sollte man doch volljährig sein, damit man seine Stimme vom Volk oder von sich aus abgibt für den, der uns die nächsten 4 Jahre dann regiert.
Also völlig Quatsch. Also Alter alleine ist ja erstmal nichts Qualifizierendes. Ja, es ist wirklich völliger Quatsch. Es ist völliger Quatsch. Also ich finde, man kann halt mit 41 ja irgendwie schlau oder ein Idiot sein, um es mal ein bisschen platt zu sagen, oder mit 20 oder mit 70. Und ich finde, Jugendliche haben eine klare Meinung, haben eine Stimme. Ich finde, was wir uns immer fragen müssen, ob wir in Schule eigentlich genug für politische Bildung tun, ob wir in der gesamten Gesellschaft genug für politische Bildung tun, ob wir nicht vielleicht dann auch gerade rund um Wahlen natürlich noch besser, noch mehr einfach auch in Schulen informieren und mit denen arbeiten müssen. Aber für mich ganz klar, ich finde, 16 ist das Wahlalter, was auch für die Bundesebene gelten muss. Ich finde, auch für die Landesebene muss das gelten. Wir haben leider nicht alle Bundesländer, die das ja schon auf 16 gesenkt haben, auch ein Problem. Bei der Kommunalwahl in Niedersachsen haben wir es. Ich glaube, in fast allen Bundesländern haben wir inzwischen bei der Kommunalwahl ein Wahlrecht ab 16. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie auf die Schnauze gefallen wären, weil sie plötzlich noch emotional gewählt hätten, was ja vielleicht von manchen auch ein Geschäftsmodell ist mit Hass und Hetze und Emotionen. Bruder, wenn du AfD-Politiker bist, gehst du in ein politisches Amt, um den ganzen Tag zu entblößen. Theoretisch bist du im politischen Amt, das hat auch schon Alice Weidel gesagt, um sich den ganzen Tag volle Kanne in die Eierstöcke treten zu lassen, Bruder. Also wirklich, du bist einfach da, du betrittst den Plenarsaal, um dir einfach vollends in deine geschwollenen Geschlechtsteile treten zu lassen, die aber auch vom letzten Tag schon geschwollen sind und sich nicht abschwellen konnten. Und dann gehst du zum Mikrofon, sagst irgendwelche rechtspopulistische Scheiße, sagst ein bisschen was von Klimawandel gibt's nicht wirklich, Klimawandel, die Erkenntnisse erkennen wir nicht an. Dann sagst du ein bisschen was von wegen die Ausländer, wir brauchen Jobs. Ausländer greift jetzt natürlich nicht zu sehr. Ein paar versuchen das. Oh, 2015 darf sich nicht wiederholen. Afghanistan ist zusammengebrochen und die AfD hat ja schon gesagt, oh, endlich können wir wieder Ausländer auf unsere Wahlplakate schreiben. Da wurden ja auch schon sehr progressive Sachen gedruckt. Nichtsdestotrotz ist das eine Partei, die sich einfach, wo die politische Entscheidung getroffen wurde, dass man sich, also ironischerweise, bestehende Parteien nehmen das, was ich denke, nicht an. Dann gehe ich in eine Partei, die das unterstützt. Dann bist du in der AfD und dann verstehst du einfach, warum bestehende Parteien nicht das annehmen, was du denkst, außer du bist in Thüringen bei Hans-Georg Maaßen angekommen. Also, das ist unglaublich. So, du, ja, hast halt, bist halt ein bisschen merkwürdiger Mensch. So. Also klar, 16 ist ein gutes Wahlalter. Ich erlebe das, ich habe es ja gerade schon gesagt, gerade im Alltag, es ist nicht so, dass der 16-Jährige der politisch Ungebildete ist. Im Gegenteil, ich habe die meisten intensivsten Diskussionen eigentlich genau ab dieser Altersschicht. Und ich glaube auch, viele meiner Partei sehen das durchaus ein bisschen differenzierter. Es gibt, glaube ich, gewisse Vorurteile, die ich aber nicht bestätigen kann. Denn ich finde, dass wir gerade diesen Leuten die Stimme geben sollten, weil es in der Zukunft Themen gibt. Wie soll ich mit Leuten in der Familie umgehen, dass die AfD keine Nazis sind? Die Neonazi-Kommentare sagen von AfD-Abgeordneten, die fremdenfeindlichen Begriffe. Keine Ahnung, wenn die das nicht anerkennen, kannst du da aber auch nichts mehr machen. Das Problem in der Familie ist halt immer das Problem in der Familie. So, willst du das? Willst du deine politische Position polarisierend gegen die aufbringen, um denen zu sagen, dass das, was sie machen, halt rechtspopulistische Unterstützung ist, Steigbügelhalter? Das musst du halt selbst in den Griff kriegen. Es gibt kein Heilmittel für rechtsextremen Gedanken. Das sind nicht ein paar, also was wichtig zu erkennen ist, das sind nicht ein paar rechte Pflaumen in der Partei, ne? Sondern diese Partei ist durchseucht und durchstrukturiert von Rechtsradikalen, von Antisemiten, von Idioten, von Wissenschaftsleugnern, von allen möglichen, kannst es eigentlich aussuchen, nenn es was Schlimmes, es ist da drinne, ja? Wenn die sagen, das sind nicht alle so, dann ist das genau der Grund, warum Leute denken, dass sie das wählen können. Es ist halt nicht der Fall. Das sind ganz klare rechtsextreme Positionen. In Ostdeutschland kann man führende AfD-Vertreter legal Faschist nennen. Die kann man einfach richterliche Faschist nennen. Das ist nicht irgend so ein kleiner Mann, sondern das sind die fucking Vertreter des Bereiches der oberen Garde, würde ich zwar sagen. Du kannst den einfach rechtlich Faschist nennen. Kannst du Bernd Höcke hingehen, kannst sagen, du bist ein Faschist, er kann dich anzeigen und dann sagen die, nee, ein Gericht hat geurteilt, sie sind wirklich ein Faschist. Das sagt der Beamte dann zu dem.
So, und dann guckst du dir Beatrice von Storch an und denkst dir nur so, ach du meine Güte, die hat ihren Bruder geheiratet. Dann guckst du dir Alice Weidel an und denkst so, hä? Warum hat die AfD denn was gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, wenn Alice Weidel eine Partnerin hat? So, was ist denn das? So, all diese Sachen sind so fucking lost. Das ist halt einfach verloren, Bruder. Das ist halt einfach verloren. Einfach verloren. Wusstet ihr nicht, Beatrice von Storch hat ihren Bruder geheiratet? Lol. Das ist doch bekannt. Beatrice von Storch, einfach mal das Familienbild angucken, die hat ihren Bruder geheiratet. Frage ich dir klingeln? Da steht im Wiki, dass sie sich 1993 kennengelernt haben. Ja, ist natürlich inszeniert, ne? Da würde ich jetzt nicht drauf reinfallen. Große Lügenpresse, komm. Vielleicht nur noch mal einen Punkt, glaube ich, weil der so als Vorurteil eingeführt wird, dass ja junge Menschen vielleicht gar nicht unterscheiden könnten, was richtig und falsch ist. Ich meine... Klar. Junge Menschen sind ab 14 strafmündig. Also offensichtlich trauen wir ja mit 14 Menschen zu entscheiden, was eigentlich richtig und falsch ist, wenn es um die Frage von Gesetzen geht. Aber wenn es um die Frage von Zukunft, von politischen Entscheidungen geht, dann sagen wir, nö, da müssen wir noch 4 Jahre warten. Also aus meiner Sicht irgendwie irre. Wirtschaftlichkeit geht vor Klimaschutz. Geht vor. Wirtschaftlichkeit geht nur mit Klimaschutz und ich glaube, das können wir... Wir müssen die Wirtschaft retten! Oder dein Planet verbrennt einfach. Wir müssen die Wirtschaft! Auf einem brennenden Planeten ist nichts... Bruder, Guterres hat doch jetzt letztens gesagt, Ziel ist 2,7. Wollt ihr mich alle verarschen oder was? Was, wie retten? Wir einfach uns die Wirtschaft! Die letzten Jahre angucken, wenn wir nicht vorankommen und unsere Industrie und unsere Wirtschaft umbauen... um Klimaschutz auch zu erreichen, werden Jobs flöten gehen, wir werden aus dem Ausland überholt werden und wir werden keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb ganz klar, keine Zustimmung, es geht nur zusammen. Wirtschaftlichkeit geht vor Klimaschutz. Das stimmt natürlich nicht, weil Klimaschutz, das ist die Aufgabe dieser Generation, das muss gelöst werden. Aber wir brauchen eben auch die Jobs. Wir brauchen den Wohlstand, um auch Klimaschutz zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Balance finden, dass wir Innovationen finden, die uns dann zu eben dieser CO2-Neutralität bringen. Und Wirtschaft ist wichtig für unser Land und deswegen muss sie immer auch... Meine Kinder unterhalten sich mit dem Politik, beantworten auch die Fragen, die reden auch untereinander. Ja, Politik ist übel geil. Also es ist übel gruselig, aber auch übel geil, Bruder. Absolute Content-Bombe. Wer hätte gedacht, dass Politik so unterhaltsam ist? Ich finde das gar nicht gut, das so gegeneinander aufzustellen, weil es gibt nicht nur Wirtschaft und nur Klimaschutz. Es muss eine Wirtschaft geben, die den Klimaschutz mit garantiert. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig und deswegen bin ich auch hier. Und ich finde, in dieser ganzen Debatte müssen wir uns wirklich das Plakative jetzt mal raushalten, weil jetzt geht es darum, wie können wir das umwandeln. Und wir können das am besten umwandeln und eigentlich auch nur schaffen mit der Wirtschaft zusammen, wenn nämlich alle gemeinsam sagen, wir wollen... Wie findest du eigentlich das Prinzip von Kommunismus? Eine sozialistische Planwirtschaft ist die einzige Möglichkeit. Was willst du von mir, Bruder? Wir wollen gerne eine Neutralität erreichen und wir schaffen als Politik die Rahmenbedingungen, damit Wirtschaft sich umbauen kann. Und wir haben eine Wirtschaft, die auch eine Chance erkennt in der Klimaneutralität, in vielleicht neuen Produkten, in neue Abwicklung von Produktion auch zukunftsfähig zu sein. Aber das geht nur zusammen und ich würde davor immer warnen und auch das nicht gut, finde es nicht gut, wenn wir das immer gegeneinander überstellen. Also die Wirtschaft ist ja eines der wichtigsten Sachen, die wir haben bei uns im Land. Ich meine, das schafft Arbeitskräfte, das schafft unseren Sozialstaat. Ohne Wirtschaft hätten wir keinen Sozialstaat. Ich würde allerdings auf die andere Seite gehen, wenn die Frage gewesen wäre, Wirtschaft vor Umweltschutz. Fuck me, Alter. Denn man muss einen Unterschied machen zwischen Klimaschutz und Umweltschutz. Umweltschutz ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Und würden wir unsere Umwelt vernünftig schützen, hätten wir kein Problem mit dem Klima. Willst du mir sagen, dass der Politiker gerade von der AfD gerade gesagt hat, wenn wir unsere Umwelt schützen würden, hätten wir keine Probleme mit dem Klima? Was im Umkehrschluss bedeutet, dass Umwelt durch den Menschen beeinflusst wird und natürlich auch verdreckt wird und der Klimawandel menschengemacht ist. Aber warte mal, das ist doch ein Programmpunkt, den die AfD ablehnt. Hä? Ich bin jetzt mal gespannt, wie man die Umwelt schützen will, um das Klima auch dabei zu schützen, aber... Ja, und Umwelt ist beispielsweise der Parkplatz vom Aldi, der vom Netto,
Autobahn. Der Typ ist wirklich, der ist so anti, der ist sogar anti-AfD-Parteipunkte. Machen wir vielleicht bei einer anderen Frage. Also ja, das völlig klar ist doch am Ende, klar. Wir sind ein Industrieland. Ich finde, wir müssen das bleiben. Aber es ist doch auch völlig klar, die Industrie wird doch in einigen Jahren komplett anders aussehen. Also Digitalisierung, Klimawandel als Menschheitsaufgabe. Und deswegen finde ich, kann es überhaupt keine Hierarchie geben, zu sagen, es ist eben Wirtschaftlichkeit oder es ist, zumal Wirtschaftlichkeit ja irgendwie eine betriebswirtschaftliche Größe eigentlich nur ist. Also Wirtschaftlichkeit oder Klimaschutz ist kein Widerspruch. Industrie, Unternehmen, Wirtschaft muss sich verändern, wird sich verändern. Und es ist unsere Aufgabe als Politik, dass das eben kein Gegeneinander ist und dass das vor allem nicht auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen wird. Lobbyismus hat zu großen Einfluss auf politische Entscheidungen. Wer jetzt nicht bei Vollkämmen zustimmt ist, kriegt von mir persönlich wirklich... Ich hole den Porsche Cayenne-Schlüssel und fahre direkt dahin und gebe ihm nachträglich eine kleine Klaps auf die Seite. Oh Gott, da steht der AfD-Mann. Oh Gott, da steht der AfD-Mann. Da steht der AfD-Mann. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Jetzt kannst du es nicht mehr sagen. Immer wenn die AfD einen Punkt hat, den du gleichzeitig gut findest, dann musst du ihm sagen, ich finde, Lobbyismus hat zu viel Einfluss auf politische Entscheidungen, aber da hinten steht die AfD, von der ich mich ganz klar distanzieren würde. Das sind rechtsextreme Neonazis und da möchte ich natürlich nichts mit zu tun haben. Ja? Bernd Höcke ist ein Faschist, tschüss. So, das musst du immer sagen, wenn du die gleichen Punkte hast. Jetzt sind wir breit aufgestellt, das ist super. Also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr Nachvollziehbarkeit bei der Entstehung von Gesetzen. Das haben schlechte Beispiele in der Vergangenheit gezeigt. Und ich würde eine Unterscheidung machen zwischen bezahlten Lobbyismus und unbezahlten. Weil es ist schon so, ich als flüchtlingspolitische Sprecherin habe ständig mit Flüchtlingsräten, mit Menschenrechtsorganisationen zu tun und auch Betroffenen. Und das möchte ich gern auch weiter, um besser zu werden im politischen Prozess und mehr zu verstehen an den Stellen, wo ich nicht selber sein kann. Insofern, ja, das ist, gehört zusammen. Aber sich sozusagen kaufen zu lassen für politische Entscheidungsprozesse, das ist nach wie vor zu doll möglich, weil wir keinen legislativen Fußabdruck haben. Und deshalb würde ich sagen, ein bisschen abgemildert, ja. Ich glaube nicht, dass es guten oder schlechten Lobbyismus gibt, sondern es gibt den Lobbyismus, die Interessensvertretung von den unterschiedlichsten Gruppierungen. Das ist auch wichtig, weil Politiker nicht alles wissen können. Sie können nicht jedes Problem kennen und es ist wichtig, dass da die Interessensvertretungen kommen. Ich glaube, wir müssen Transparenz... Bruder, Interessensvertretungen verwechselst du, glaube ich, gerade mit einem Expertengremium. Interessensvertretung von einem großen Unternehmen, das mal wieder möchte, dass die Hotelpreise gesunken, die Hotelpreise oder die Hotelsteuern sinken. Zwinker, zwinker, FDP. Zwinker, zwinker. Dass da natürlich ein Interessenkonflikt besteht, beziehungsweise es ein bisschen schwierig ist, wenn da der ein oder andere Fuß die Tür betritt. Sollte klar sein, es geht aber bei sowas um Experten, auf die man sich auch verlassen kann. Natürlich kann ein Politiker oder eine Politikerin sich nicht auf Basis seines eigenen Wissens in allen Bereichen super gut auskennen. Es muss Expertengremien kämpfen, die auch öffentlich sind, die ganz klar sind, wo ganz klar ist, wer sitzt in dem Expertenrat für Gesundheit, wer sitzt im Expertenrat für Autobahn, wer sitzt im Expertenrat für das, für das, für das, für das. Das muss klar sein, damit man auch sehen kann, welche Empfehlungen von welchen Leuten für den politischen Experten oder für den politischen Vertreter gemacht werden und dann eventuell reingehen. Aber dass man Lobbyistenvertreter empfangen muss, damit man weiß, wo der Puls steht, ist halt vollkommen lost. Vollkommen lost und ist einfach wieder nur bezeichnend FDP leider. Ich glaube, wir müssen Transparenz sein, wir müssen transparenter sein, aber wir müssen uns nichts vormachen, dass sozusagen Transparenz alle unsere Probleme in diesem Bereich lösen kann. Dass wir, wenn wir nur offenlegen, wer sich mit wem trifft, dass dann bessere Gesetze gemacht werden. Bessere Gesetze werden mit... Abgeordneten gemacht, die gut informiert sind, die tolle Mitarbeiter hinter sich haben und all das sozusagen, dass starke Abgeordnete sind, das brauchen wir. Grober Unfug. Ein starkes Parlament, das selbstbewusst ist. Ja, ich glaube auch, Lobbyismus ist nicht per se schlecht. Also ich selber... Kevin, doch. Genau mit dieser Position verbaust du dir halt so viel...
Jedes Mal, wenn jemand von der CDU sagt, Lobbyismus ist nicht per se etwas schlecht, muss man ganz kurz hervorheben, dass das jemand ist, der von der CDU das sagt. Ich bin als Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes ja im Grunde auch Lobbyist, weil ich für die Interessen der Schausteller, Schaustellerinnen eintrete, für die Veranstaltungswirtschaft. Das ist gerade in der Pandemie unglaublich wichtig gewesen, sonst hätte Politik ganz viel gar nicht gewusst und uns überhaupt nicht wahrscheinlich gehört. Und ich glaube, so geht das ganz vielen Lobbyverbänden, die wirklich hier auch in Berlin oder in anderen Hauptstädten sitzen und ganz fleißig Arbeit machen. Manchmal muss sie auch bezahlt sein, weil es auch der Sacharbeit geht, dass man Gesetze auch mitentwickelt in den Gesprächen. Natürlich gibt es schwarze Schafe und die gibt es überall in jedem Bereich. Aber irgendwie sind die alle bei der CDU. Diese schwarzen Schafe müssen natürlich benannt werden. Ich bin auch nicht dagegen, dass man gewisse Prozesse auch benennt. Ich glaube, ein guter Lobbyismus hat an sich auch nichts zu verbergen. Aber auch da ist ähnlich wie bei der Klimadebatte. Ich finde diese Herabstufung und die Pauschalisierung nicht gut, denn es gibt ganz, ganz viele Lobbyisten. Alter, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Die Tag für Tag für Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch für soziale Themen hier einstehen und wirklich einen ganz, ganz verdienten Job machen. Und die leiden unter diesem Populismus. Oh ja, die armen Lobbyisten, die leiden. Oh Mann, oh. Das finde ich nicht gut. Oh, das ist nicht gut, du. Stehe ich falsch, oder? Nee, also das hört sich super gleich an. Ja, also deswegen, ich glaube, die Linien sind wahrscheinlich dann auch an der Stelle, je nachdem, wie man das so ein bisschen wertet. Aber ich komme ja selber so aus der Jugendarbeit, habe Jugendpolitik für Jugendringe. Ich arme Lobbyisten, ach nein. Gemacht und eigentlich am Ende nichts anderes als Lobbyismus so für Jugendliche betrieben, weil es um Interessenvertretung geht. Und deswegen finde ich, ist es überhaupt nichts, was man irgendwie abqualifizieren sollte, so nach dem Motto, das ist was Böses. Ich finde es halt extrem wichtig, dass man erstens sich mit unterschiedlichen Positionen, mit unterschiedlichen Betroffenheiten, mit unterschiedlichen Sichtweisen eben dann auch auseinandersetzt. Und dann finde ich, gehört Lobbyismus auch dazu, um halt tatsächlich vielleicht auch mal Sichtweisen. Bruder, das ist über, also ich widerspreche allen. Also bis dato. Also wenn die das von den Grünen so sieht, Bruder, auf keinen verfickten Fall. Lobbyismus gehört einfach nochmal verboten. Diese Interessensvereine, die Einfluss nehmen, sind halt leider nicht genau die Jugendverbände, wo irgendjemand vorbeigeht und wir einmal die Woche Tischtennis spielen. Das sind nicht die Interessenverbände, die großen Einfluss auf irgendwas nehmen. Die großen Einfluss auf irgendwas nehmen, werden durch etwas gerechtfertigt, was ihr hier immer wieder vorschiebt. Diese verdammte dumme Scheiße kann ich mir nicht länger anhören. Wenn irgendwelche Zusammenschlüsse von aus einem eingetragenen Verein heraus, Ärzte oder Schausteller oder irgendetwas zu einem Politiker hingehen, dann ist das nicht etwas, was der hört. Dann ist das nicht etwas, was Einfluss nimmt. Dann ist das etwas, was wahrgenommen wird, was aber im Zusammenhang mit den natürlich durch die Bank stattfindenden Mega-Korruptionsskandalen von regierenden Spitzenpolitikern, von regierenden Parteien über 12, über 16 Jahre hinweg, dann ist das nicht etwas, was man vorschieben kann, weil man sagt, das sind Einzelfälle. Verfickte Scheiße, das ist ein Grund, seine Politik zu ändern. Das sieht man bei der CDU natürlich ein bisschen anders, weil das ist kein Grund, die eigene Politik zu ändern, sondern es ist katastrophal, dass da nicht gesagt wird, halt, stopp, nur weil es Leute gibt, die sich unentgeltlich für die richtigen Dinge und ohne dieses Kapital einsetzen, was dann Einfluss nimmt. Nur weil es die gibt, heißt es nicht, dass das Problem deswegen wegargumentiert werden kann. Lobbyismus gehört verboten. Nebentätigkeiten gehören ausgewiesen bzw. gehören eingeschränkt. Du darfst als Politiker wirklich nur Politiker sein und wenn das bedeutet, dass du deinen Job deswegen nicht aufgeben willst, dann so fucking be it. Aber dass die Nebeneinkünfte haben im sechsstelligen Bereich, dass die verfickt nochmal einfach ihren Job machen, dass da irgendwelche Interessensvertretungen kommen und dass man das nicht transparent nachvollziehen kann, sind so verfickt große Punkte, dass man sagen muss, Lobbyismus gehört ausgemerzt, verboten, verfickte Scheiße, Bruder. Holt euch Expertenräte aus den unterschiedlichen Bereichen, die transparent einsehbar sind und nicht so eine dumme, intransparente Scheiße, Alter. Das ist so zum Kotzen. Was soll das? Da sitzen Spitzenpolitiker. Meine Fresse. Und die, was? Was? Was ist mit euch? Ja, Lobbyismus ist sehr, sehr gefährlich in der Politik. Man sieht es jetzt an den Maskendeals in letzter Zeit, wie viele Stimmen da vermutlich eventuell auch gekauft wurden, wie viele Politiker. Och, halt doch die Schnauze, Alter. Was redest du von Stimmen kaufen? Hä? Ja, die Maskendeals sind gefährlich, wie viele Stimmen gekauft. Bist du verfickt? Bruder, hä? Egal ob von der SPD, CDU, CSU, Einzelne auch bei der FDP. Wie bitte? Du bist so eine dumme Sau, Alter.
Digga, das ist einfach. Ja, warum fühlt sich der einfache Mann nicht eingebunden? Ja, wenn der einfache Mann du bist und du bist so eine dumme Sau bist, dann sollte man dich nicht einbinden. Ja, gibt auch einen, also, mit Maskendeals Geld verdient haben. Es gibt Leute, die verkaufen sich für ein Frühstück, die verkaufen sich für Bilder. Und sowas darf in Deutschland, in der Demokratie nicht sein. Und deswegen sage ich klipp und klar, solange das nicht 100% öffentlich ist, repräsentativ ist, dass jeder nachvollziehen kann, wer wie, ist Lobbyismus sehr, sehr, sehr gefährlich. Es gibt einzelne Verbände, die vonnöten sind, Sozialverbände und so weiter. Das ist in Ordnung, das stimmt, aber andere Verbände haben sehr, sehr schwierig und Lobbyismus ist deswegen sehr, sehr gefährlich in der Politik. Du müsstest jetzt aber mal ehrlicherweise Nägel mit Köpfen machen. Also ja. Welcher Kollege, Kollegin der FDP, der SPD hat denn beispielsweise bei Maskendeals Ihrer Meinung nach hier können irgendwie Sie alle, Korruption? Können Sie alles aus der Presse entnehmen? Nee, also sagen Sie doch mal, wenn Sie diese Behauptung hier aufstellen. Ich stand ja alles in der Presse. Okay, das ist natürlich jetzt peinlich. Ich fordere Sie jetzt mal hier auf, das ganz öffentlich zu sagen. Das ist hier ein öffentlicher Kanal. Sie haben gerade die FDP beschuldigt, bei den Maskendeals in irgendeiner Weise auch nur annähernd damit zu tun zu haben. Ich möchte jetzt bitte wissen, welcher... Schaue doch im Internet nach, da steht das. Welcher Kollege das ist. Ich werde es ja nicht zukommen lassen, das mache ich. Kein Problem. Gut. Also ich finde immer von Verfehlung einzelner Abgeordneten auf das gesamte Haus und jeden, der im politischen Apparat tätig ist, immer zu. Ja, also tut mir leid, nochmal, Kevin von der CDU. Leider ist es genau das nicht mehr. Leider ist es nicht mehr genau das. Es ist nicht Einzel. Es ist nicht Einzel. Es ist nämlich genau schon das gar nicht mehr. Das ist das Problem. Wir schließen von den Einzelfällen auf die gesamte Partei, weil die Einzelfälle nehmen nun nicht mehr Einzelfälle sind. Das ist nämlich das Problem. Und dann kann man sich nicht beschweren, dass man sagt, oh ja, Mai, wir sind halt nicht alle so. Wir sind nur ganz viele Einzelfälle. Come on, Bro. Das ist doch nicht die Rhetorik, die man da anwenden sollte. Du bist Politiker. Meine Fresse. Ich würde das hier jetzt einfach so stehen lassen. Das war ganz aufschlussreich jetzt gerade. Cannabis sollte kontrolliert und legalisiert werden. Ja, klar. Bitte. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Das scheiß Kiffgras. Jo, meine scheiß Kiffgras. Ja, also für uns ist es so, dass wir sagen, Cannabis ist eben eine Droge, wie aber auch Alkohol eine Droge ist. Sie ist gesellschaftliche Realität. Und sie irgendwie zu kriminalisieren, sie wegzuschieben und so zu tun, als gäbe es sie nicht, hat ehrlicherweise null der Probleme oder Herausforderungen gelöst. Insofern sagen wir... Christian Lindner hat was mit dem Maskendeal zu tun. Christian Lindner beteiligt sich einfach nur am freien Markt. Das wundert euch? Jesus Christ. Die FDP kann der Korruption nicht überführt werden, weil die FDP den freien Markt verteidigt. Und nur weil du Politiker bist, heißt das nicht, dass du nicht auf dem freien Markt agieren kannst. Ne? Das ist doch ganz klar. Da darf man sich jetzt aber nicht beschweren. Entkriminalisieren, in Modellprojekten versuchen auf Landes- und kommunaler Ebene zu gucken, ob man es eben mit Prävention vernünftig begleiten und kontrolliert auch abgeben kann und es aber aus der kompletten Kriminalisierung auch auszuholen. Da darf ich euch mal eine FDP-Hottake-Frage stellen. Wolltest du lieber 1 Million Euro oder 50 Euro jeden Monat als passives Einkommen bis zum Ende deines Lebens? Passives Einkommen generieren, Chat. Jetzt mache ich mal was, was man auch machen sollte als Politiker. Ich gehe mal auf die andere Linie während der Debatte, weil mir ist natürlich gerade aufgefallen, dass man es nicht völlig ganz einfach freigibt, sondern es ist wichtig, dass Cannabis weiter oder dass Cannabis überhaupt, wenn es gehandelt wird, kontrolliert abgegeben wird. Sollte Cannabis kontrolliert und legalisiert werden? Hä? War doch die Frage. Wir es weg von der Straße bekommen, dass die Dealer, die wir gerade in Berlin und die problematischen Gebiete, in denen wir sehen, dass die abgemildert werden, indem das da einfach nicht mehr verkauft wird. Also kurzer Spoiler-Alert. Dealer werden das deswegen nicht mehr verkaufen. Ne? Die Qualität wird einfach nur, also hier geht's, das Argument ist nicht, dass Dealer das nicht mehr verkaufen werden. Sie werden es halt nur noch spottbillig anbieten, sehr, sehr viel billiger. Und da wird die übelste Grütze drin sein. Aber du kannst es dir halt kontrolliert aus biologisch zertifiziertem Anbau direkt aus der Apotheke holen oder irgendwas anderes. Ich glaube, das Dealer-Argument wirst du durch die Legalisierung von Cannabis ein bisschen einschränken, aber nur nicht ausmerzen. Es wird halt immer noch die Corner-Dudes geben oder Dudins, die halt dann so einen
so einen 2,50-Cocktail anbieten. So, und es gibt Leute, Junkies, nennen wir es mal so, wie es ist, die den Scheiß dann nehmen und nicht den Dementor-Bio-Cannabis-Zubau, ja, von den Verschwurblern, die das Ganze vorher noch mit rhythmischen Bewegungen umrühren, ja, und mal kurz ihre meditativen Kräfte in den Boden schießen. Ja. Und Cannabis auch nicht verteufelt wird, sondern die Gefahren, die mit jeder Droge. Das Einzige, womit man das eventuell einschränken könnte, ist, wenn Leute das selber anbauen dürften. Das heißt, wenn du zu Hause wenn man zu Hause mal so einen kleinen Garten anbaust, weißt du, so ein bisschen, so eine kleine Pflanze, wo so ein kleines Knöllchen durch die Gegend wirst und du so ein bisschen, dann könnte man darüber sprechen. Dann wird es vielleicht interessant, aber ansonsten, ja. Auch das wird vielleicht nicht alles lösen. Auch verbunden sind, klar herausgearbeitet werden, aber eben in einer Legalität und nicht Illegalität. Ja, viele in meiner Partei sind ja sehr skeptisch und beharren ja auf ein klares Nein. Also so ehrlich will ich sein. Ich persönlich sehe das tatsächlich ein bisschen liberaler. Es mag tatsächlich auch daran liegen, dass... Ha! Liberaler, sagt er! Ich hier in Berlin unterwegs bin und in Kreuzberg-Friedrichshain kandidiere, wo ich mit vielen, vielen jungen Menschen Kontakt habe. Ich selber bin im Thema relativ emotionslos. Ich trinke gerne, das ist meistens viel zu viel, aber Drogen konsumiere ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Aber Friedrichshain kandidiere, wo ich mit vielen, vielen jungen Menschen Kontakt habe. Ich selber bin im Thema relativ emotionslos. Ich trinke gerne, das ist meistens viel zu viel, aber Drogen konsumiere ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Oh, the irony. Aber habe halt viele Freunde, die auch feiern gehen und die mir doch auch anderes erzählen. Und auch es gibt einfach diese Ängste, die wir auch bei uns, gerade auch vielleicht etwas fortgeschritteneren Generationen so breit gemacht haben, die können wir einfach nicht standhalten. Und ich bin für eine Legalisierung in Modellprojekten, indem wir sagen, es gibt gewisse Stellen, unter gewissen Voraussetzungen kann man dort was bekommen. Und gerade wenn man auch nach Berlin schaut und zum Beispiel in den Görlitzer Park guckt, ich glaube, dass wir dort auch mit der Teillegalisierung, glaube ich, auch etwas erreichen, weil die CDU ist einfach, die CDU beweist einfach auch, dass sie auf auch niedriger politischer Entscheidungskraft im Abgeordneten jeder Haute Couture einfach vollkommen lost unterwegs sind, Jesus Christ. Die Situation, wie sie derzeit hier in Berlin ist, dass man einfach... Das bei der AfD überrascht mich nicht, aber es ist schön, auch bei der CDU zu sehen. Zu jeder Tages- und Nacht... Ich nehme keine Drogen, ich betrinke mich gerne, aber ganz ehrlich, Drogen nehme ich nicht. ...zeit da einfach hingehen kann und kann sich von eigentlich kriminellen Gruppen Drogen kaufen und da nicht nur, nur Marihuana. Das ist für mich eine Situation, die ist nicht... Sondern auch Christel. ...in Ordnung. Ich glaube, mit einer Teillegalisierung kann man da auch entkriminalisieren und ich glaube, man kann da zumindest mal auch wieder für Bahn sorgen. Ja, Cannabis ist ja eine Einstiegsdroge, so wird die immer noch genannt. Und deswegen, ich komme halt vom ländlichen Raum und nicht aus der Großstadt. Da sieht man das etwas anders und etwas skeptischer. Super. Ich trinke selbst weniger Alkohol, aber rauchen tue ich, also Nikotin. Ach so, das ist natürlich auch schwierig und auch eine Droge, zwar legalisierte Droge. Und wenn ich sehe, wenn man als Nikotinsüchtiger, nenne ich mich jetzt mal selbst, sieht, wie schnell das geht, ist es natürlich auch gefährlich. Ihr redet einfach nur dumme Scheiße, Bruder. Die wissen selber nicht, was sie dazu sagen sollen. Die stehen da und denken, Bruder, was redet er? Cannabis, das ist ja auch nur Glücksgefühle hervorrufen. Alter Schwede, oh Gottes Willen. Ach du meine Fresse, Bruder. Ruft wie der Nikotin eben auch. Und deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch. Im medizinischen Bereich, ja, auf alle Fälle, das sehr gut sein soll im medizinischen Bereich. Aber trotzdem nicht offen irgendwo in den Coffeeshops oder so verkaufen, sondern einfach nur über die Apotheke, dann habe ich kein Problem damit. Also die Einstiegsdroge, gerade wenn sie aus dem ländlichen Raum kommen, wissen wir ja alle, sozusagen der Bezug zu Drogen ist dann, wenn, in meinen Augen der Alkohol und vielleicht auch das Nikotin, aber sicher nicht das Cannabis oder nicht allein. Und ich glaube, was wichtig ist in der Gesetzgebung, ist, dass wir versuchen, irgendwie es logisch zu machen. Ja? Auch das gehört ja sozusagen zu Politikverdrossenheit dazu, wenn Dinge sich nicht erklären. Und diese Zweistellung erklärt sich nicht in meinen Augen.
Ich bin dafür und deshalb bin ich bei voll und ganz wegen kontrolliert. Wenn wir Cannabis nicht zulassen, bin ich dafür, dass wir Alkohol verbieten, weil Alkohol eine viel teuflischere Droge ist, Bruder. Und legalisiert, das war ja explizit beides in der Frage drin. Weil ich finde schon, Jugendschutz ja vor den Folgen von Drogenkonsum zu warnen, gehört zum staatlichen Handeln zwingend dazu. Aber kriminalisieren, damit ganze Berufskarrieren zerstören, die Polizei in einem Maße zu überlasten, die eigentlich viel wichtigere Aufgaben hat, passt nicht in meinen Augen zu dem ganzen Regelungen rund um das Thema Alkohol und Zigaretten. Und deshalb wünsche ich mir da... Leider zu viel Geld hinter. Was? Geld entscheidet das politisch? Huh. Eine Angleichung. Und ich glaube auch, dass wir gerade den wirklich dramatischen Drogenmarkt, ja, also wo es ja auch noch um ganz andere Drogen geht, ein Stück weit damit austrocknen können und Zugänge damit auch verbauen können, wenn wir es legalisieren und kontrolliert abgeben. Natürlich immer mit Jugendschutz. Das fände ich ziemlich klug sogar aus Strafverfolgungssicht, aus der Sicht der Menschen, die es konsumieren, aber auch für die gesamte Gesellschaft hat es einen Wert. Da haben wir doch schon mal ein Projekt für die nächste Legislaturperiode, oder? Ich kann also auch mit euren Einschränkungen voll leben, insofern. Also wir können ja sagen, Cannabis legalisieren, dafür bleibt die Autobahn uneingeschränkt. Ich weiß nicht, ob man das so in einem gegenüberstellen sollte. Ne? Ist ja auch immer ein Framing. Ne? Also jetzt Drogen und Autobahn zusammenpacken. Ja gut, damit macht man sich auf der Autobahn auf jeden Fall keine Drogen. Das ist klar. Genau. Das deutsche Schulsystem ist dem schnellen Wandel der heutigen Zeit gewachsen und bereitet die Jugend ausreichend auf den internationalen Wettbewerb vor. Das ist schwierig. Wie, das ist schwierig? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist scheiße nein. Das ist nicht schwierig. Das Schulsystem bereitet ausreichend auf den internationalen Wettbewerb vor. Bruder, wir haben nicht mal eine Infrastruktur, die ausreichend auf den internationalen Wettbewerb für jede Sparte vorbereitet oder zugrunde liegt, damit man da irgendwas machen kann. Man hat die politische Akteure reden immer vom Wirtschaftsland Deutschland oder von diesem Industrieland oder von dieser Spitze, von der man irgendwie ist. Das Einzige, was in Deutschland noch in irgendeiner Form ein internationales Wahrzeichen ist, es Made in Germany, aber das auch nur so lange, bis die Leute merken, dass die Leute dass die Unternehmen international aus Asien und da, wo es halt billig hergestellt werden kann, alles Mögliche einschiffen und das in Deutschland zusammenstecken, damit es Made in Germany ist. Oder das wird auch nur noch eine Zeit dauern, bis das halt durch ist. Aber ganz am Ende ist natürlich die Antwort nein. Das ist es, es reicht nicht aus. Es ist nicht vorbereitet. Wenn ihr mich wählt, dann garantiere überhaupt ich das nicht. Verbot. Und dann beginne ich wieder mal von hinten. Also ja, wir haben noch ein relativ gutes Schulsystem, aber ich glaube, wir haben doch etwas verschlafen in den letzten Jahren. Man hätte es besser ausbauen können, man hätte noch mehr machen können. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, in meinem Wahlkreis eine Universität zu bekommen, die dann auf Englisch unterrichtet. Englisch wird in Zukunft mit Sicherheit die Weltsprache, oder sie ist die Weltsprache, aber... Digga. Bitte. Kennt ihr das, wenn ihr den in der Schule habt und der ist aus Versehen als Erster dran und dann macht der einen Vortrag und du denkst dir nur so, hä, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist das der, hatten wir ein anderes Thema? Und alle sind verunsichert, weil der Typ, der als Erstes dran ist, so lost ist, dass er sich nicht einen Bio-Vortrag über das Brüten von Zugvögeln gemacht hat, sondern auf einmal von Heizungsstäbchen spricht. Und du denkst so, hä? What? Und alle sind so, alle gucken sich um so und so, fuck, haben wir das falsche Thema genommen? Alles falsche Thema. Bis die Lehrkraft dann sagt, ja, Christian, setz dich wieder hin, ist eine 5, du hast das falsche Thema genommen. Auf der vorherigen Seite wäre das richtige Thema gewesen. Du hast zu weit geblättert, wenn du nicht in der Lage bist, die Seitenanzahlen zu lesen. Wie zur Hölle willst du noch in der Politik, wie willst du deinen Traum verwirklichen, in der Politik richtig sein? 20 Jahre später, SIS. Es wird in der Industrie mit Sicherheit in Zukunft nur noch Englisch gesprochen. Also, Bruder, was? Ey, Alter. Und das haben wir, glaube ich, gegenüber anderen Ländern gefühlsmäßig etwas verschlafen. Da müssten wir noch viel, viel mehr investieren, weil Bildung ist... Oh, halt doch's Maul, Bruder. Mach's nicht. Hol dir deine 3, hol dir deine 4. Mach's nicht schlimmer. Unsere Zukunft und gut gebildete...
Weißt du, was das ist? Das ist die Fehleinschätzung, dass Politiker auf Basis der Tatsache, dass sie nicht im Thema drin sind, sich trotzdem mit Sprache rausfinden können. Das sieht man ganz, ganz oft. Wenn du Politiker bist und du hast keine Ahnung von dem Fachbereich, in dem du unterwegs bist, aber du bist rhetorisch gut, dann kannst du immer erzählen, obwohl du keine Ahnung hast. Hier sehen wir jetzt einen Fall von der gleichen Situation, bloß wenn du die rhetorischen Kenntnisse nicht hast. Das heißt, du hast keine Ahnung, aber du kannst halt nicht gut erzählen und deswegen ist es so eklatant offensichtlich, dass du keine verfickte Ahnung hast. Wird die Sprache der Welt, ist die Sprache der Welt und wir unterrichten auf Englisch. Jugendliche sind dann auch die in Zukunft unser Land vielleicht in der Politik vertreten, aber auf alle Fälle in der Wirtschaft vertreten. Es tut mir leid für alle Beteiligten, außer für den CDU-Mann. Also die das hören müssen, außer für den CDU-Mann. Ganz ehrlich. Also ich glaube, Schule, Bildung muss sich einfach modernisieren. Und da war ja auch so ein bisschen die Frage, ob sie dem schnellen Wandel komplett gewachsen ist. Und ich finde, da muss man einfach sehen, das ist sie an vielen Stellen einfach nicht. Das liegt teilweise vielleicht an individuellen Fragen von Lehrerinnen und Lehrern, die vielleicht irgendwie dem Wandel, der Veränderung, Digitalisierung als Riesenstichwort, weder in der Ausstattung, die Schulen, die Lehrkräfte, dem so gewachsen sind. Es ist immer noch so, dass einfach in Deutschland leider einfach Bildungserfolg sehr stark von der Bildung der Eltern abhängt. Und das ist was, was wir, finde ich, überhaupt nicht akzeptieren dürfen. Wir erleben immer noch, dass die Frage auch von, gerade wenn es um digitale Endgeräte geht, Familien, Kinder, die eben nicht so ein hohes Einkommen haben, da zurückfallen. Und insofern würde Genau, aber die Endgerätfrage ist nicht die einzige Frage, es ist auch die Raumfrage. Gerade im Homeoffice-Bereich während der Pandemie hat man gemerkt, dass Kinder, die in Familien, mehr Familien, also in so geteilten Arbeitszimmern oder in Wohnungen leben, wo man halt einfach nicht seinen ruhigen Fleck hat, um irgendwas zu lernen, dass man die auch abholt. Da muss man halt Bereiche schaffen, die sowohl infrastrukturtechnisch auf dem neuesten sind und man muss in so Extremsituationen auch Räumlichkeiten schaffen. Also man muss Räumlichkeiten schaffen für Kinder aus Geringverdienerfamilien, aus Familien, wo das eben nicht möglich ist. Und das halt in kleinen Gruppen mit großem Abstand sicher Bildung weiter stattfinden kann. Und es ist halt, da sind wir einfach nicht in der Lage zu, weil wir das ja auch immer wegrationalisiert haben die letzten Jahre. Aber da muss man sich einfach vor Augen halten, dass es so ein Mehrschrittsystem geben muss, beziehungsweise so ein Punktesystem, das nicht nur bei Infrastruktur anfängt und beim Tablet aufhört, sondern auch die Frage beantwortet, wie schaffen wir es, alte, wissensverdrossene Menschen, die nichts Neues lernen wollen, mit von wegen, ja, das mache ich nicht mit dem Tablet, da mache ich immer noch meinen Overhead-Projektor. Das ist auch neu. Wie man die erreicht und das auch schafft, dass die mit diesen neuen Medien anständig umgehen können und wie man bei denen, die es am härtesten trifft, nämlich diesen genannten Familien von eben, diese Kinder auffangen kann, damit man die in diese Schutzräume packt, damit die überhaupt noch was mitkriegen. Weil wenn die zu lange abgehängt werden, dann holen die das auch nicht wieder auf. Ja? Es sind so mehrere Schritte, die man gleichzeitig machen muss. Sehr kompliziertes Projekt. Allerdings auch unbedingt erforderlich ist, dass man es angeht. Und es sollte unbedingt aus dem Föderalismus entmantelt werden. Der Föderalismus hat im Schulsystem gezeigt, dass er absolut nicht die richtige Entscheidung ist. Es ist ja über Jahre jetzt schon ganz klar, dass die Qualität einfach zu unterschiedlich ist von Bundesland zu Bundesland. Das Schulsystem muss aus dem föderalistischen System ausgeschlossen werden. Das muss über das Land kommen. Da müssen gleiche Standards herrschen. Das sagt ja auch beispielsweise die FDP und andere auch. Aber da muss ein gleicher Standard herrschen, damit das funktioniert. Würde ich sagen, wir haben da echt eine Riesenbaustelle. Es ist nicht alles schlecht, weil es auch ganz tolle, engagierte Lehrerinnen und Lehrer und Schulen gibt. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Und ich glaube, das ist auch eine Kernaufgabe für die nächsten Jahre. Bund übrigens nicht. Also ich meine das Land Deutschland, aber ich meine den Bund natürlich. Der Bund aus Ländern, sorry. Also ich habe gezögert, hier jetzt rüber zu gehen, weil mir ein Punkt wichtig ist und das sind die Lehrkräfte, ja. Man hat ja immer so das Gefühl, dann ist es ein Vorwurf. Richtig ist aber, dass wir als Politik natürlich unterstützen müssen und das tun wir natürlich nicht ausreichend. Wir unterstützen weder die Lehrkräfte ausreichend noch sozusagen werden wir den Anforderungen einer Bildungsgerechtigkeit und Bildungszukunft auch. Ja. Das passt nicht so richtig zusammen. Das geht bei Sprache los, das geht bei wirklich modernen Fragen des gesellschaftlichen Lebens los. Wie viel Raum haben bestimmte gesellschaftliche Fragen
heute in der Schule, ja, das Thema Sexismus, bestimmte historische Momente, Umweltschutz, Klimaschutz, all diese Fragen wünsche ich mir einfach noch viel mehr im Schulalltag. Aber dazu gehört eben auch, dass man Lehrkräfte in die Lage versetzt dazu und sie nicht verurteilt, dass sie einen schlechten Job macht, weil so ist es nicht. Ja? Politik hat da viel verschlafen und deshalb die Positionierung hier bei Stimme nicht zu. Weiß aber, dass wir das Potenzial haben, wenn wir es gut machen. Also deswegen bin ich hier bei neutral stehen geblieben tatsächlicherweise, weil ich auch finde, dass wir durchaus gute Schulen haben mit guten Lehrern und auch gute Universitäten, wenn wir weitergehen. Ich glaube, dass es da sehr viel engagierte Projekte auch gibt. Und ich möchte da nicht so ins ganz Negative gehen, weil ich glaube, dass da wirklich auch Leute tagtäglich einen Job erledigen, den man wirklich auch machen will, den man wirklich will. Also oder den die Menschen wirklich, wirklich voller Herzen machen müssen. Weil sonst einfach, glaube ich, unter diesen Bedingungen, wie wir die Leute dort absetzen, nicht möglich werden, wo ich aber absolut dafür bin, sage ich, wir müssen absolut die Schulen ausstatten. Wir müssen die. So, warte mal kurz. Ich muss mir meine Grafik runterholen. Ich muss mir meine runterholen, kurz. Die digitalisieren. Wir haben ja auch gerade in Corona-Zeiten jetzt gemerkt, wie schwierig es ist, flächendeckend nur kleine Lüftungsanlagen einzubauen. Also was hältst du von RWE, die bereits 2017 CO2-Zertifikate für ein paar Euro die Tonnen für den Ausstoß CO2 aller Kohlenkraftwerke bis Jahr 2030 gekauft haben? Ergo wird den CO2-Bepreisung keinen Gewinn kosten. Wie jetzt? Du willst mir sagen, dass die Lizenzierung und das Projekt CO2-Lizenz große Unternehmen in keiner Form irgendwo destabilisieren wird oder dass die Gefahr besteht, dass sie irgendwas einsparen, weil die einfach reiche Menschen einfach sehr, sehr viel Zertifikate kaufen, das einfach anhäufen und dann ganz am Ende sagen, ja, ich habe die Zertifikate hier, I don't give a fuck. Das ist ja wild. Jeder, der mal in Schulen unterwegs ist, denkt, jetzt sind wir derzeit alle, sieht eigentlich, in welchem Zustand manchmal die Räumlichkeiten sind, wie Lehrer da alleine gelassen werden und heute teilweise noch einen Röhrenfernseher da reinschieben, um Film zu zeigen, wo man sich denkt, da ist ja jedes Privatkino, jeder private Schreibtisch besser ausgestattet. Aber auch was Modelle angeht. Was ich nicht so gut finde, auch hier, wenn wir über die Schulsysteme reden, indem wir auch da Modelle, die sich doch auch bewährt haben, immer gegenüber anderen neuen Modellen stellen. Also zum Beispiel bin ich schon jemand, der, glaube ich, Gymnasien für gut hält. Ich finde es richtig, dass wir ab einer gewissen Altersstruktur und ab einer gewissen Bildungsstruktur vielleicht auch Menschen individuell fördern. Das heißt nicht, dass wir andere Schulen... Hat der CDU-Mann gerade gesagt, dass wir im Kinos bessere Sitzmöglichkeiten haben als in Schulen? Form nicht mehr fördern. Das heißt auch nicht, dass wir nicht Alternativen anbieten sollten. Aber was ich oft in dieser Debatte erlebe, ist auch dort, dass wir ganz oft... Das ist ja ein Kino, Bruder. Dinge gegenüberstellen, das ist fast... Privatkinos. Was ist denn Heimkinos, meinst du, oder was? Ideologisch wird und hier geht es eigentlich mehr um die praktische Lösung und deswegen bin ich hier bei neutral stehen geblieben. Warum habe ich mich hier hingestellt? Stimme gar nicht zu, weil ich hier wirklich ein großes, ganz großes Politikversagen sehe. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass natürlich Lehrer tausendfach in Deutschland jeden Tag einen richtig, richtig guten Job machen. Sondern hat was damit zu tun, dass die Länder, ich komme aus Berlin, hier in Berlin kann man das ganz klar so sagen, die Schulen total vernachlässigen. Das hat übrigens nichts mit dem Geld zu tun. Es wird immer mehr Geld ins Bildungssystem hier gegeben, sondern es wird einfach, es kommt nicht an. Die Schulen sind marode. In Berlin, vielleicht nicht überall, sie sind es in Berlin, sie sind überhaupt nicht auf die Digitalisierung eingestellt. Das hat man jetzt, Corona hat das offenbart, wie schlecht es eigentlich um die Digitalisierung steht, dass sie überhaupt noch nicht stattgefunden hat in den Ländern. Und es wird ideologisch geführt und das finde ich ganz schlimm. Man wird hier, ich war vor anderthalb Wochen in so einem kleinen Museum für junge Leute, da haben mich Drittklässler angesprochen und haben gesagt, was tun Sie dafür, dass es wieder mehr Gymnasien gibt? Weil es einfach so einen Druck auf diesen Schülern lastet, dass sie unbedingt aufs Gymnasium wollen und nicht hinkommen, weil es so wenige Gymnasien in Berlin gibt. Und das finde ich schlimm, dass wir auf... Weißt du, ganz am Ende verstehe ich die Faselei nicht wirklich. Was ich geiler finden würde, ist das grundsätzliche Anheben eines Standards, der das Bildungsniveau wieder angemessen zeigt. Auch wenn das bedeutet, dass einige schlechter dastehen als jetzt. Und mit diesem angemessenen Bildungsniveau die Inflation von Bewerbungsprozessen nicht weiter sich so darstellt, wie sie sich heute darstellt. Denn wenn das Problem, was sie sagt, die Leute haben den Druck, dass sie aufs Gymnasium wollen, das haben sie, weil heutzutage alles unter Gymnasium irgendwo dumm ist oder so. Was ich nicht nachvollziehen kann oder was nicht so sein sollte, denn das ist, keine Ahnung, es muss halt nicht einfach jeder Abi machen. So, es macht keinen Sinn, dass jeder Abi macht. Damit ist es ja
gar nicht mehr repräsentativ, wo die akademische Laufbahn anfängt und wen du da eigentlich vor dir hast. Also ich glaube, selbst zu meiner Zeit konnte man noch einigermaßen sagen, ja, Gymnasium bedeutet jetzt nicht wirklich was. Ja, aber da hatten wir auch noch, da hatten wir auch noch 13 Schuljahre. Also deswegen, I don't know. Aber das ist, weiß ich nicht. Manche Leute schneiden in der Schule halt eben nicht so gut ab wie andere. Das bedeutet aber nicht, dass das grundsätzlich dumme Menschen sind. Das bedeutet einfach nur, dass sie sich in diesen Rahmenbedingungen aus dem Schulsystem einfach nicht wiedergefunden haben. So. Ich selber hatte auch auf das oder dies keinen Bock. Und bei manchen war es besser und bei manchen war es schlimmer. I don't know. Was soll das? Ganz am Ende bringt einen ja die akademische Heraushebung von allen gar nichts. Denn wenn alle im Büro sitzen und alle in Excel-Sheets rumsetzen und keiner mehr wirklich handwerkliche, schwere, körperliche Arbeit macht, die ihm nicht nur Spaß bringt, sondern halt auch die Konsequenzen zeigt und man sowas auch nicht fördert, dann wirst du ganz am Ende die Frage stellen, ich meine, das wird sich niemand mehr stellen, weil heutzutage wir in der letzten Generation sind oder in der jetzigen Zeit das letzte Mal die Möglichkeit haben, irgendwo ein Haus zu bauen. Nicht, weil die Grünen das verhindern, sondern einfach nur, weil das halt zu teuer geworden ist. Aber für handwerkliche Tätigkeiten jeglicher Couture, und das kann sicherlich der ein oder andere Handwerker, der im Bereich unterwegs ist, in dem ihr unterwegs seid, beruflich bestätigen, die Auftragsbücher sind voll bis oben hin und das ist halt nur eine Frage der Zeit, bis dann Sachen so lange liegen bleiben, weil sie keiner mehr erledigen kann. Das Handwerk ist gefragter denn je. Experten in bestimmten Bereichen, Heizung, Schwimmbad, Klimatechnik, Röhrig, ist gefragter denn je. Es ist einfach insane. Du kannst da nicht den Zauberstab rausholen und sagen, ich würde jetzt gerne die Fußbodenheizung installieren. Bum. Nee, funktioniert halt nicht. Sondern du musst es halt... Du musst halt jemanden kommen lassen, der das macht. Ich kann da Handwerker vollkommen verstehen. Die werden wahrscheinlich nicht nur viele Aufträge haben, sondern die werden sich ganz am Ende auch für das entscheiden, wo sie am längsten dran arbeiten. Damit sie nachvollziehbar oder nachhaltig lange beschäftigt sind. Das heißt, wenn irgendeine riesige Baustelle kommt, wo die 2 Jahre beschäftigt sind mit wer weiß wie vielen Wohnungen, dann sind die halt da und fahren nicht wegen der einen Sache zu so einem kleinen Privatmann hin, wo sie halt eine halbe Stunde was zu tun haben. Meine Meinung basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Oh mein Gott. Let's fucking see this. Ach du meine Güte. Ich möchte kurz hervorheben, dass der AfD-Mann sich bewegt hat, nachdem er gesehen hat, dass die FDP-Frau und die Grünen-Frau sich bewegt haben. Erkenntnissen. Das Ganze wurde übrigens auch noch mit einem fragenden Blick bestraft. Eindeutig. Ja, komm, Bruder. Ich würde ihm hier die Freiheit abnehmen, sich zu entscheiden. Irgendjemand muss jetzt kommen und der muss sich nach ganz links stellen. Ich möchte das nochmal hervorheben. Das ist die Frage. Und jetzt guckt genau hin, wann der sich positioniert. Jetzt der Blick. Und jetzt lauf. Ich fange mal an. Politik wird von Menschen gemacht. Und so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch die Politik. Und ich bin Volkswirtin. Ich versuche selbstverständlich, mich an Wissenschaft zu orientieren. Aber Wissenschaft muss auch gelesen werden. Und aus. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Dankeschön. Den wissenschaftlichen Erläuterungen muss man dann eine Meinung sich bilden. Und so kann man Dinge unterschiedlich bewerten. Und wir wären schlecht beraten, wenn wir sagen würden, es gibt nur eine Meinung und die ist die der Wissenschaft, sondern Meinung muss gemacht werden, die muss aus Fakten, muss die sich entwickeln. Und meine Liebe zur Freiheit zum Beispiel, die prägt dann die Meinungsfindung, die auf den Fakten, die sich von den Fakten herleitet. Also ich habe mich echt schwer getan mit der Antwort, weil ich glaube, nicht alles, was irgendwie so Lebensrealität von Menschen ja auch betrifft, mit dem wir ja auch in der Politik irgendwie tagtäglich konfrontiert sind, ist immer eine Frage von auch wissenschaftlichen Fakten und Aufarbeitung. Und deswegen habe ich so ein bisschen überlegt, weil natürlich, ich glaube,
Der Anspruch an uns, an unsere Entscheidung ist, dass wir sie natürlich auf Grundlage der besten Informationen, von Wissenschaft, von allem irgendwie treffen. Aber ich glaube, nicht alles lässt sich irgendwie in wissenschaftliche Kategorien und Erkenntnisse und Studien immer reinpacken. Deswegen habe ich mich total schwer getan. Aber das ist so, ohne jetzt vielleicht dann auch genau sagen zu können, auf welchen dieser fünf Striche ich am Ende stehen würde, so mein Anspruch dann auch. Aber das finde ich spannend, also ich habe überlegt, weil Wissenschaft und Fakten gehören natürlich zusammen, aber wenn man sagt, mein Wissen basiert auf Fakten, dann ist es bei mir als Flüchtlingspolitikerin, dass ich natürlich Statistiken darüber habe von unseren Behörden, wie viele Menschen kommen nach Deutschland, wie viele Menschen wurden abgeschoben, wie viele Menschen befinden sich in der und der Altersklasse, und das wurde mal irgendwann erhoben, aber es ist ja nicht direkt Wissenschaft, sondern es sind einfach Sammlung von Daten. Deshalb muss ich sozusagen das einschränkend sagen. Es gibt ja auch Politikfelder, in denen ist Wissenschaft gar nicht das relevante Ding, ja, aber historisch gesehen zum Beispiel ist es dann schon wissenschaftlich in meinem Feld, weil wir wissen, was machen Migrationsströme über die Zeit. Da gibt es kluge Studien zu, die uns ein bisschen helfen zu verstehen, wie könnte das in Deutschland aussehen, was könnte eigentlich auch passieren. Was sind Fluchtursachen? Die werden dann wissenschaftlich unterfüttert, weil Leute vor Ort befragt werden und so. Insofern, ja, auf jeden Fall. Aber das muss man, glaube ich, wirklich verstehen in der Politik. Der eigentliche Schritt kommt danach, ne? Eine Meinung zu haben, die sich speist, da kann man trotzdem auch sagen, also es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, aber ich komme trotzdem zu einem anderen Schluss und setze mich für etwas anderes ein, weil mir das Historische zum Beispiel wichtiger ist als die jetzige Zahlenlage. So. Und dann kann man eben auch anders entscheiden. Also es muss... Ja, also da kommt die grüne, Heilpraktikerin so ein bisschen aus ihr raus, die so ein bisschen ein paar Globuli um sie rumwerfen will. Das ist ja so ein grünes Problem gewesen, glaube ich. Da gab es eine klare Distanzierung. Nichtsdestotrotz ist es grundsätzlich sehr, sehr fragwürdig und vielleicht auch zu oft gemacht worden, dass man sich gegen wissenschaftliche, fundamentale Erkenntnisse strebt und politische Entscheidungen trifft aufgrund von emotionaler Genügsamkeit. Ich fordere jetzt hier nicht die absolute Technokratie, aber... Nee. Immer irgendwie faktisch unterfüttert sein, aber der Schritt dahinter, das ist der eigentlich politische. Was mache ich mit den Zahlen? Und wie positioniere ich mich da? Ich dann darfst du mal als Letzter. Ach so, gut, okay. Ich stehe hier drüben, weil ich bin... Ich möchte übrigens die Chance nutzen und dem AfD-Abgeordneten Stefan Protschka die Zeit stehlen. Ich werde das auch skippen, was er sagt, weil mir scheißegal ist, was er sagt. Ich möchte die Zeit nutzen und euch eine Zusammenstellung aller... Wie rechtsextrem ist die AfD eigentlich im Bundestag, zeigen. Und wir lesen uns jetzt die rechtsextremen Positionen von diesen Abgeordneten durch. Ne? Also wir gucken da jetzt einfach mal, ich denke mal, das ist eine angemessene Reaktion darauf. Wir schauen jetzt einfach mal, was die so sagen. So, rechtsextreme im Bundestag. Peter Böhring sagt, oder verwendete Neonazi-Sprache in privaten E-Mails. Peter Büstron äußerte tiefen Respekt vor der identitären Bewegung. Okay, cool. Tino Chrupalla dankte dem rechtsextremen Andreas Kalbitz für große Verdienste. Stefan Brandner gilt als Björn Höckes verlängerter Arm in Berlin. Okay. Siegbert Dröse ließ sich mit der Hand am Herzen vom Führerbunker ablichten. Markus Frohnmeier plädierte für Selbstjustiz, um Messermigration zu bekämpfen. Alexander Gauland wollte Politiker der SPD in Anatolien entsorgen. Albrecht Glaser forderte Zuhörer dazu auf, die Stiefel anzuschnallen und den Revolver auszugraben. Franziska Gminder sagt, spendete Geld an einen rechtsextremen Verein. Armin Paulus äußerte sich ethnonationalistisch. Waldemar Hert warnte vor Volksaustausch und baut ein Netzwerk fundamentalistischer Christen auf. Heiko Hessenkämper droht politischen Gegnern im Fall einer Machtübernahme mit Vergeltung. Nicole Höchst äußerte sich homo- und transfeindlich und vergleicht Angela Merkel mit Adolf Hitler. Martin Hohmann fragte, ob, Zitat, Türken in der Nationalmannschaft sein müssen, hält Gender-Ideologie für pervers. Johannes Huber zweifelt die Gültigkeit des Grundgesetzes als Verfassung an. Marc Jongen findet, dass Antirassismus die europäische Zivilisation zerstört. Jens Kästner gedachte am Volkstrauertag den Helden der Weltkriege. Stefan Keuter wollte, dass der Sachse Merkel mit dem Luftgewehr holen geht. Enrico Komning ist überzeugtes Mitglied einer rechtsextremen Burschenschaft. Steffen Kotre mag Höcke, weil der uns aus der Seele spricht. Jens Meyer erklärt den Schuldkult
für beendet und warte vor Mischvölkern. Andrea Mrozek bedrohte auf Twitter Journalisten. Ulrich Oehme wollte arabische Läden in der Chemnitzer Innenstadt schließen. Stefan Protschka. Das ist ja merkwürdig. Historiker werfen ihm die unerträgliche Verherrlichung von NS-Verbänden vor. Woher kenne ich den Namen nur? Warte mal. Ist er das? Das ist ja merkwürdig. Martin Renner fabulierte vom Schuldkult und lobte den Sturm aufs US-Kapitol. Thomas Seitz verlor seinen Beamtenstatus, weil er seine Pflicht zur Verfassungstreue verletzte. Rechtsextreme Verdachtsfälle. Es geht weiter. Bernd Baumann soll Mitglied der ultrarechten Goslarer Runde sein. Marc Bernhard verglich Proteste gegen AfD mit dem Ende der Weimarer Republik. Andreas Bleck vermutete, die Rothschilds würden Greta Thunberg finanzieren. Markus Bühl ist Anhänger Björn Höckes. Gottfried Curio hält UN-Migrationspakt für Mittel zur Umsiedlung und Ersetzungsmigration. Anton Frieser meint, islamistische Masseneinwanderung zerstört das soziale Gefüge. Peter Felsner beschäftigt die Mitarbeiterin aus dem Reihen der extremen Rechten. Dietmar Friedhof gründete die Gruppe Pegasus Germanus, die dem Flügel nahesteht. Wilhelm von Gottberg leitet eine Stiftung, die teils geschichtsrevisionistische Thesen vertritt. Kai Gottschalk, rief zum Boykott türkischer Geschäfte auf. Udo Hemmelgarn, Mitorganisator der Konferenz der freien Medien. Carsten Hilse ist überzeugter Querdenker. Rainer Kraft bezeichnet Verbot der Reichsflagge als antideutschen Akt. Frank Magnitz drängte in Bremen die gemäßigten Kräfte aus der Partei. Lothar Mayer, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegen flüchtende Afghanen. Birgit Malsack-Winkemann sprach von Krankheitserreger importierenden Migranten. Hans-Jörg Müller verschaffte Störern, die Abgeordnete bedrängt, Zugang zum Bundestag. Volker Münz gab Bücher in einem extrem rechten Verlag heraus. Stefan Münzmeier soll gute Kontakte zum Flügel haben. Christoph Neumann äußerte sich während einer Podiumsdiskussion rassistisch. Jürgen Pohl bezog offen gegen die Moderaten in der AfD-Stellung. Martin Reichert steht dem Flügel nahe. Robby Schlund, pro Höcke, fantasiert davon, andere Politiker und Christian Drosten zu inhaftieren. Jörg Schneider ist Mitglied einer extrem rechten Burschenschaft. Martin Sichert teilte antisemitische Verschwörungstheorien. Detlef Spangenberg hielt auch 2021 noch Reden auf Pegida-Veranstaltungen. Dirk Spaniel zeigte sich offen mit Rechtsextremen. Beatrice von Storch hält weltweit Kontakte zu führenden Rechtspopulisten und sagt, das füge ich jetzt einfach mal hinzu, die Sonne ist schuld, weil das Wetter so warm ist. Alice Weidel hat jegliche Kritik am Flügel aufgegeben, galt zuletzt als dessen Wunschkandidatin für die Parteispitze. Harald Wehl, Scharnier zwischen der AfD und dem Neurechten Institut für Staatspolitik. Christian Wirth bediente sich der Rhetorik der rechtsextremen identitären Bewegung. So, das sind die moderaten Kräfte. Ja, 26 Rechtsextreme, 31 Verdachtsfälle und 29 Moderate. Da ist der Link. Viele, viele Beispiele nennen, wo wir doch auch feststellen, dass Politik, die sehr wissenschaftsbasiert ist, bei den Letzten manchmal gar nicht ankommt und von den Letzten auch nicht verstanden wird. Im Übrigen auch einer der letzten Probleme, glaube ich, der letzten Jahre, warum wir heute auch eine AfD haben. Weil wir, glaube ich, als Politik oftmals verlernt haben, jeden emotional mitzunehmen und uns die Mühe nicht gemacht haben oder vielleicht zu wenig, auch jeden Einzelnen das bis ins Tiefste zu erklären. Und ich glaube, deswegen ist Politik nicht nur Wissenschaft, sondern vor allen Dingen Gefühl. Und deswegen stehe ich hierbei neutral bei dieser Frage. Weil ich da hart gegengehen würde zu sagen, dass Menschen sozusagen bei ihrem Gefühl gegriffen wurden, die jetzt die AfD wählen. Ich glaube, dass es einfach eine knallharte thematische Auseinandersetzung gab, die politisch ein Stück weit beantwortet wurde. Und da kann man jetzt sagen, das hätte man vielleicht verhindern können. Vielleicht ist es aber auch sozusagen die logische Folge von Themen, die aufeinander prallen, ja, und Meinungen, die dann sozusagen zu dem Entstehen einer Partei führen. Aber ja, also ich glaube, in der Härte der Auseinandersetzung 2015
erschließt es sich mir mehr, als zu sagen, wir haben Menschen emotional nicht abgeholt. Deshalb war es notwendig, dass diese Partei sozusagen sich in den politischen Alltag mit Ich glaube, es gibt nicht immer nur einen glorreichen Punkt, aber ich glaube, der Punkt ist mittlerweile ist bestimmt dabei. Ich habe mich mit vielen Wählern der AfD unterhalten und viele haben dann eigentlich im Grunde, als sie mir die Antwort gegeben haben, sich nicht abgeholt gefühlt. Und ich glaube, das ist eine Kritik. Ja, das ist aber keine Kritik. Wenn du dich nur von Rechtsextremen abgeholt fühlst, dann muss man ganz klar sagen, dann stimmt was mit dir nicht und nicht mit der Politik, die du erforderst. So, wenn du ganz am Ende sagst, du hast, irgendwann hat irgendjemand das mal gewählt, weil er die nach oben eins auswischen wollte, dann ist das halt schon lost, aber okay, kannst du nicht ändern. Wer es jetzt noch wählt, bezieht ganz klar Stellung zu rechtsextremen Positionen. Und wenn man das macht, sollte man nicht immer wieder erschüttert gucken, wenn jemand sagt, ja gut, dann bist du halt ein Rechter. Ja, wieso wählst du die Neonazis? Aber das kannst du nicht so sagen. Da sind auch nicht Neonazis dabei. Digga, mit einem klar evidenten Führungspositionenvergleich, da kann man vielleicht auch nochmal auf die Liste gucken, die wir gerade durchgeschaut haben, ist das vielleicht nicht so. Vielleicht sollte man der Partei eher zuschreiben, dass da vielleicht ein paar Leute drin sind, die nicht Neonazis sind oder rechtsextreme Positionen haben. Ich glaube, das ist eine richtige Darstellung. In der Partei finden sich leider auch ein paar Leute, die das nicht sind. Das heißt aber nicht, dass man das damit rechtfertigen kann. Die wir auch nicht nach einzelnen stellen sollten, sondern als gesamten Kosmos mal überlegen müssen, wie schaffen wir es eigentlich auch wieder ganz durchlässig zu werden, dass einfach der Nährboden für Populismus nicht so da ist, wie er da ist, weil er ist ja nun er ist ja plakativ. Es gibt auch Menschen, die haben sich emotional nicht abgeholt gefühlt und nicht rechts gewählt. Das will ich nur damit sagen. Keine Frage, aber ein großer Teil schon. Vielen und davon Dank. Sind bestimmt nicht alle nur rechts. In der Vergangenheit wurden die Ministerposten ausreichend nach Kompetenz verteilt. Ja, natürlich nicht. Gibt es die Liste auch zu anderen Parteien? Du meinst rechtsextreme Listen? Also ich glaube, bei der CDU steht der Hans-Georg Maaßen drauf und ein paar Leute von der, wie heißt die Gruppe? Hans-Georg Maaßen wirst du da draufstellen. Aber ansonsten, nö, wahrscheinlich nicht. Die Werteunion, ja. Ich finde, wenn man Andi Scheuer sieht. Ich finde, das ist auch schon ein Problem. Andi Scheuer. Dann braucht man eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Dieser Minister ist wirklich in der desaströsen Politik, die er betrieben hat, nicht mehr zu überbieten. Und er wird nicht abgewählt. Er wird nicht abgesetzt. Nicht von der Kanzlerin, nicht von seinem eigenen Parteichef. Und das finde ich schon schlimm für unser Land. Ich würde auch sagen, das Zusammenspiel der Minister und dieses Kabinetts bei der Fehlerhäufigkeit und den Folgen, dass es so folgenlos geblieben ist, das ist eigentlich, was das ganze Kabinett disqualifiziert. Das ist aber nicht immer so, glaube ich, und es trifft auch nicht auf jeden Einzelnen zu. Aber in diesem Kabinett ist es definitiv der Fall. Da sind so viele Fehler gemacht worden und es ist eben ohne Konsequenzen geblieben, dass ich mich auch hier positionieren würde. Möchte aber auch sagen, dass ich nicht finde, dass man immer die berufliche Qualifikation haben muss für das Ministerium, das man begleitet. Nein. Aber die politischen Spielregeln zu kennen, sich fair mit dem Parlament zu verhalten, Opposition und auch und das Parlament zu übernehmen. An sich zu respektieren, das wären schon mal so Tools, die ein Minister oder eine Ministerin bräuchte. Und da sehe ich krasse Defizite in dieser Bundesregierung. Das hat immer die Schwierigkeit, wenn so eine Frage mit immer irgendwie auch einhergeht. Insofern finde ich, muss man sagen, egal ob man jetzt auf Bundesebene, auf Landesebene schaut, dann fallen dann immer, glaube ich, verschiedene Leute ein, wo man dann Fragezeichen hintermachen würde. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass wir Leute zu Ministerinnen und Ministern machen, die der Aufgabe gewachsen sind, die der Herausforderung, die vor uns allen liegt, gewachsen ist. Und ich glaube, das ist der Anspruch, den wir anlegen. Scheuer, Maaßen, schwer am Fehl im Platz. Ja, Spahn, Fragezeichen, Scheuer, Fragezeichen, also klar, Fragezeichen, Klöckner, Fragezeichen, Maas, Fragezeichen, Seehofer, LOL, Scholz, LOL, Altmaier, kannst du sagen, großes Lollix D. Altmaier, aber naja. Ist natürlich immer jetzt eine sehr subjektive Sache, das einfach so zu nennen, aber ich würde schon sagen, dass es schon verheerend ist teilweise, ja. Mir ist bei der Frage jetzt ist zu billig, jetzt auf einzelne Minister zu gehen. Man könnte auch dann fragen, war Heiko Maaßen der Richtige für den Job? Und da könnte man jetzt eine Stunde Diskussion auch machen. Ich glaube generell, dass der Anspruch einer Bildungsregierung immer ist, dass man gute Leute findet, die ins Kabinett kommen. Und ich glaube, dass das auch eigentlich in der Regel gelingt. Denn ich bin der absoluten Auffassung, auch mit allen Oppositionellen zusammen, dass wir eine gut regierte Vergangenheit haben, wo nicht alles gut lief. Da bin ich doch vollkommen dabei.
Aber ich glaube, unterm Strich kann sich Deutschland nicht beschweren, denn wir stehen in tatsächlich auch nach wie vor nicht in allen Bereichen, es gibt Zukunftsthemen in vielen Bereichen, auch gerade in der Corona-Pandemie, besser da wie viele andere Länder. Und ich glaube, deshalb würde ich die Frage so neutral beantworten. Es gibt bestimmt den einen, der besser und der schlechter ist und einen, der besser ins Amt gepasst hat und der andere nicht. Aber das so pauschal zu sagen und sich auf einzelne Minister zu stürzen. Ja, es sind halt viele von der CDU, ist halt sehr unangenehm, ich weiß. Da kann man natürlich einmal Heiko Maas sagen, aber dann wird es auch schon wieder eng. Dann wird das auch schon wieder eng. Dann kann man Scholz sagen, aber dann wird das auch schon wieder eng. Das ist natürlich schade, ne? Dass dann sofort aufgrund der Tatsache, dass aus der eigenen Partei die Inkompetenten an den falschen Positionen sitzen, ist es natürlich sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Und da will man natürlich auch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Dann kann man natürlich auch Scholz und Maas sagen, das ist natürlich unangenehm. Damit hat man eigentlich das Gleiche gemacht, was man eben nicht machen wollte. Deswegen sollten wir jetzt alle CDU-inkompetenten Minister auf jeden Fall oder an Entscheidungsträger an den falschen Positionen benennen, was wir ja auch schon getan haben. Kuss. Nicht ganz so gerecht. Also ich steh bei Stimme gar nicht zu, weil die Frage war ja, da kam mir das Wort immer vor. Ja, ich will dem nicht die Plattform geben, ne? Ist ganz klar rechtsextrem. Gut, ja, nee, dann damit ist das Video zu Ende. Das ist sehr interessant. Schade, dass die AfD dabei war. Hat sich in der Erwartungshaltung natürlich wieder nur lächerlich gemacht mit der Personalie, die sie da vor Ort geschickt haben. Ziemlicher Clown. Deswegen, ja, cool.